Die Murchel ist einer unserer beliebtesten Speisepilze, weil sie einerseits schon im Frühjahr wächst und die andere Seite hat sie ein ausgesprochen feines Aroma, was nur ihr eigen ist. So, die Murcheln kann man verwechseln mit giftigen Lorcheln. Aber hier wollen wir mal zeigen, dass man Murcheln und Murcheln auch verwechseln kann. Nämlich diese junge Murcheln, die noch genießbar sind, und diese in Fäulnis übergegangen sind, die giftig sind. Und Sir Marvin wird es mal jetzt uns alles schön zeigen. Hier sieht man bei den Murcheln, die wir halb geschnitten haben, eine schöne elfenbeinhelle Farbe drin. Also elfenbeinweiß, cremeweiß, jawohl. So, und diese Murcheln sind einwandfrei. Sie können gebraten werden oder getrocknet werden. Rot dürfen sie nicht genossen werden. Hier unten sieht man die Hüte, also es gibt gelbliche, bräunliche und gräuliche Exemplare. Und hier drüben auf der Seite sind Murcheln, die giftig sind. Sie sind in Fäulnis übergegangen bzw. haben Giftstoffe produziert, um sich dieser Fäulnis zu erwehren, um so lange wie möglich Sporen zu streuen. Wie das genaue vollstatten geht, ist noch unerforscht. Auf alle Fälle ist erwiesen, dass überalterte, langstielige und in Fäulnis übergegangene Murcheln stark giftig wirken. Sie haben schon manchen Menschen ins Krankenhaus verfrachtet. Bereits junge Murcheln können schon verschimmelt sein, wenn sie zum Beispiel noch einen Frühlingsfrost bekommen oder ähnliches. Hier ist eine auch junge Murchel, die aber zum Beispiel an Stiel Fäulnis Erscheinung hat, auch schon an dem Hut. Manche schneiden es weg, aber ich würde so eine Murchel in keinem Fall zum Verzehr sammeln. Hier nochmal sieht man innen die schöne helle Elfenbeinfarbe und hier sieht man bräunliche Flecken. Das sind schon irgendwelche Fäulnispilze, irgendwelche Fäulniserreger, die diese Flecken verursachen. Und wenn eine Murchel innen so aussieht, sollte sie auf gar keinen Fall zu Speisezwecken verwendet werden. Hier hat sie so eine lachsrosane Farbe. Genauso wie bei diesem Exemplar hier hinten ist auch diese lachsrosane orangeliche Farbe. Und das ist giftig. Also ich sage, diese Murcheln können schwerste Vergiftungen auch im gebratenen Zustand auslösen. Hier ist eine durchwässert, die ist schon von vornherein unappetitlich. Aber ich möchte nochmal warnen, diese Murcheln hier auf der rechten Seite sind giftig. Sie können schwere Vergiftungserscheinungen hervorrufen, während diese Murcheln einwandfrei genießbar sind. Vor allem, wenn man sie ordentlich erhitzt. Also roh sollte man sie auch nicht essen, weil roh sind Murcheln giftig. So, Marvin, ich bedanke mich. War sehr lehrreich.